Wir sind Rolf und Ilka Heinemann und haben dieses kleine Restaurant seit gut 3,5 Jahren. Wer Botha ist, kennt uns vielleicht, also zumindest kennen wir schon ein paar, also das Gesicht haben wir schon. Ja, unser Restaurant Kochschule, das ist nicht in Form von einer Ausbildung, sondern in Form vom Spaßfaktor. Also wir machen auch Veranstaltungen, so wie Sie heute, als Familienveranstaltung oder als Feierlichkeit für den Betrieb in Form von Kochschulen. Wer dann noch Fragen hat, kann mich dann später mal fragen. Das ist auch jetzt nicht das Thema. Sie sind heute eingeladen worden, um hier ein Betriebsjubiläum zu feiern. Wenn ich mitgekriegt habe, waren es wohl 10-Jährige. Das ist in dieser Gesellschaftsordnung schon recht beachtlich. Ich weiß das, weil ich halt auch in der Selbstständigkeit viele Jahre war und einen Handwerksbetrieb hatte und den haben wir jetzt unserem Sohn übergeben und deshalb haben wir uns vor 3,5 Jahren hier nochmal vollkommen neu entschieden. Ihr Gastgeber hat sich für ein Buffet entschieden mit kalter warmer Strecke. In der warmen Strecke haben wir in den Tassen zwei Suppen. Das ist einmal eine Möhren-Ingwer-Suppe und das grüne ist ein Bohnenkresse-Süppchen. Dann haben wir Schweinefilet auf einer Kartoffel-Rosenkohlpfanne, gebratene Entenbrust auf einem schönen Buttergemüse und in der kalten Strecke haben wir uns für Fingerfood entschieden. Das sind also Häppchen, die Sie so nehmen können. Sie müssen sich heute kein Brot schmieren. Die Häppchen bleiben auch stehen, auf alle Fälle. Was dann später noch kommt, ist eine kleine süße Strecke. Aber ich denke mal, essen Sie das erstmal, dann können wir uns um das Süße kümmern. Ich wünsche Ihnen recht guten Appetit und einen schönen Abend und möchte das Buffet eröffnet haben. Ich mache das immer schon gewohnt.